Stadion in Offenbach willkommen. Bei mir jetzt im Podium sitzt René Rhetorisch, der L2-Geschäftsführer. Hallo René, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich sehe auch ein Geschäftsführer Andreas Ortwein. Ja, guten Morgen oder hallo. Ich würde jetzt erstmal mit einer kleinen Einführung beginnen, bevor wir dann später zu den Fragen der Presse kommen. René, die DL2 hat diese Saison gleich zwei DL2 Event Games. Wie groß ist die Vorfreude auf diese Event Games jetzt? Ja, umso näher die Termine rücken natürlich, umso größer. Wenn man dann hier sieht, wie sich so ein Fußballstadion dann so langsam verwandelt in eine wirkliche Eisarena, dann noch umso mehr. Es ist ja auch ein bisschen außergewöhnlich, dass wir uns dieses Jahr entschieden haben, wirklich zwei Event-Games stattfinden zu lassen, die insgesamt natürlich viel Verantwortung mit sich bringen für die Standorte, die sie ausrichten. Aber wenn man sieht, was am Ende dann hier, speziell auch in Offenbach durch den EC Bad Nauheim, umgesetzt wurde und umgesetzt noch wird, weil wir haben ja noch zwei Tage letztendlich Vorbereitung bis zum großen Ereignis. Das ist schon aller Ehren wert und ähnlich laufen natürlich die Vorbereitungen momentan auch in Dresden für das zweite Event, was wir dann haben im Januar. Und insofern fängt es langsam an zu kribbeln definitiv und jeder schaut jetzt schon auf den Samstag auf das Ereignis und das Highlight, was wir hier erleben werden. Wie groß ist aktuell die Resonanz auf der Eishockey-Welt, aber auch vielleicht auf der Eishockey-Fremdenwelt, die DL2 bekommt? Ja, schon groß, gerade eben durch diese Spiele. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, weshalb wir überhaupt über diese Event-Game-Serie ursprünglich mal nachgedacht haben, weil wir eben als Liga darüber die Chance nutzen wollen, breiter abzuschmalen, mehr Reichweite natürlich zu generieren, den Sport in der DL2, der so sehenswert ist, glaube ich, wie nie zuvor in dieser Saison, nach außen zu tragen und eben nicht nur das DL2-Publikum zu erreichen, sondern wirklich sportinteressiertes Publikum zu erreichen. Und das nehmen wir jetzt immer stärker wahr. Am Anfang war natürlich ein bisschen das Schmunzeln so in erster Linie im Vordergrund. Mensch, zwei solche Spiele, schafft ihr das? Wird das überhaupt von den Clubs so umgesetzt? Wird es von den Fans angenommen? Und das, was wir mittlerweile so an Feedback auch bekommen, hat sich das komplett gewandelt. Also beide Events stehen da absolut im Fokus, werden positiv beäugt. Ich glaube auch die Zuschauerzahlen oder der Verkauf an sich der Tickets läuft in beiden Events wirklich gut. Das heißt, wir werden eine super Atmosphäre haben, hier in Offenbach genauso wie in Dresden. Und das ist für uns auch wichtig, weil das ist eben auch die Hauptzielstellung, die wir mit diesen Spielen erreichen wollen. Ich glaube schon, dass auch natürlich mit dem Interesse der Medien, auch Unterstützung der Medien vor allem, dass wir dieses Spiel dann eben auch live nach außen transportieren, das für uns ein absolut hohes Gut als DL2 ist, was wir unheimlich gern nutzen wollen. Und wie gesagt, was auch die Grundlage dafür ist, dass wir diese Spiele ursprünglich mal ins Leben gerufen haben. Zu der TV-Live-Übertragung kommen wir gleich. Geht jetzt erstmal nach Andreas weiter. Andreas, René hat es eben gesagt, wir sind jetzt in der ganz heißen Phase, das Eis steht schon im Stadion. Wie sieht es aus? Liegen wir im Plan? Wie viele graue Haare hast du mehr dazu bekommen? Also dank meines Teams, was sehr, sehr gut arbeitet, intensiv ist, noch keine grauen Haare. Also alles gut. Wir sind sehr, sehr gut im Zeitplan. Also alle Gewerke, alle Handwerker, Unternehmen, die hier gearbeitet haben, sehr, sehr, sehr gewissenhaft gearbeitet werden. Mehr oder weniger schon ein, zwei Tage vorher, glaube ich, fast schon trainieren können. Also bin sehr, sehr zufrieden und glaube, das, was jetzt noch zu tun ist, sind ja noch, René hat es gesagt, die letzten 48 Stunden, die jetzt noch bevorstehen, da ist noch richtig Traffic, die LED-Bande kommt morgen, die Soundanlage noch gestellt, finden noch Proben statt mit einem Künstler, die Band kommt noch an. Also passiert noch jede Menge, glaube ich, bis es dann Freitag, Samstag 17.30 Uhr die Türen aufgehen. Da ist noch einiges zu tun und da geht man dann an die, die bisher geholfen haben und die jetzt noch mitwählen, auch an alle Medienpartner, die wir haben mit dem HR, mit der FH, mit allen, die hier wirklich extrem uns unterstützen bei dem Event. Das wird eine besondere Atmosphäre sein. Du hast die Stadionöffnung um 17.30 Uhr jetzt schon angesprochen. Vorher öffnet um 16 Uhr aber auch schon die Fanmeile für jedermann. Kannst du da kurz beschreiben, was die Leute erwartet? Ja, also das ist auch auf jeden Fall schon mal was ganz Attraktives. Also wir haben Foodtrucks draußen, wir haben Merchandising-Stände bei der Höhe, sowohl der Löwen als auch vom EC. Wir haben ja auch neutrale Fanware fürs Wintergame extra. Es gibt von unserem Premium-Partner Scooter, von unserem Partner Festbock noch spezielle Stände, wo eine Roadshow da ist oder wo ein Rennsimulator da ist. Also es gibt sehr, sehr viel, wo die Fans auch schon rund ums Stadion einiges erleben können. Und ich glaube, da der Fußweg nur wenige Meter ins Stadion ist, ist das sehr, sehr attraktiv. Sowohl auch in den Pausen als auch nach dem Spiel nochmal da auf dem Bierchen zusammenzutreten. Dann kommen wir jetzt zur TV-Premiere, wie das Winterderby ja auch erfährt, René.
Was glaubst du, woher kommt jetzt dieser Zug, das mehr ins Öffentliche zu ziehen? Sag ich mal, Eishockey war ja früher in Medien nicht ganz so vertreten, mittlerweile immer mehr. Es freut dich sehr, und was glaubst du, wodurch das bewirkt wurde? Ja, ich glaube mal, dass das Hauptinteresse an der Sportart gab es grundlegend schon. Vielleicht hat man zumindest, was die Sendeplätze angeht, dort nicht so das im Vordergrund gesehen. Wobei ich sagen muss, gerade diese Event-Games, egal ob die DEL mit ihren Winter-Games, also wir mit unseren bisherigen schon zwei stattgefundenen Event-Games, ja in jedem Fall immer live im Fernsehen liefen. Das heißt, dort haben wir durchaus das Interesse gemerkt. Sicherlich freue ich mich sehr, dass gerade auch hier der HR als regionaler Sender, aber gleichzeitig als öffentlich-rechtlicher Sender die Chance benutzt hat und für sich auch positiv gesehen hat, eben dieses Spiel zu übertragen. Die Sportart hat es verdient. Es ist immer die Frage, ob es da jetzt aufgrund der Diskussionen vielleicht Reaktionen gab darauf oder vielleicht auch aufgrund des Sportes. Ich glaube insgesamt, die Sportart hat es verdient, noch mehr ans Fernsehen zu kommen. Sicherlich die DEL ist hervorragend vertreten, muss man sagen, über Magenta Sport und auch über Sport 1 und hat da auch Verträge geschlossen, jetzt mit ARD und ZDF zum Beispiel, dass diese Spiele zweitverwertet werden. Auf der anderen Seite ist für eine zweite Liga Mannschaftssportbereich neben dem Fußball natürlich ist immer schwierig, mit großartigen Übertragungen oder Spielen wirklich ins Fernsehen zu kommen. Und deswegen muss man das immer höher eigentlich sogar einschätzen, dass eben hier der HR das Interesse zeigt und auch die Umsetzung wirklich sehr professionell macht, dass die Veranstaltung insgesamt mit unterstützt, weil das eben uns wirklich in der Ausstrahlung dieses Events und letztendlich auch des Ausrichters eigentlich, der unheimlich viel Arbeit da reinsteckt, der ein tolles Event insgesamt gestaltet hat, das wirklich dann live auch nach außen zu tragen mit den Pausenshows und allem, was dazugehört, das ist schon sehr, sehr positiv und das freut mich natürlich extrem. Du hast es schon so ein bisschen angerissen. Was versprecht ihr euch als DL2, als Liga von solchen Event-Games? Vor allem vielleicht auch von der TV-Übertragung. Ja, das ist für uns eben genau der Zugang zu TV, zu mehr Reichweite, zu mehr Interesse, auch weil es eben nicht das bekannte, herkömmliche DL2-Spiel ist, an einem Standort der DL2, sondern wirklich in einer außergewöhnlichen Atmosphäre stattfindet, in außergewöhnlichen Spielstätten stattfindet, wie eben in den Fußballstadien. Und wir uns schon darüber hoffen, dass der Eventcharakter auf die Art und Weise des Spiels dann auf der Eisfläche mit den Zuschauern drumherum das Interesse mit sich bringt, eben auch TV-Sender dafür zu gewinnen. Weil unser Interesse daran ist natürlich, den Spielbetrieb und den wirklich qualitativ sehr guten Spielbetrieb der DL2-Clubs nach außen zu tragen, die Standorte zu präsentieren und eben auch die Fans, die hier hinter solchen Spielen stehen, die entsprechend die Stimmungen des Fußballstadions zaubern, dann wirklich so nach außen zu tragen, dass wir Werbung für Eishockey machen. Werbung für Eishockey generell, aber natürlich auch Werbung für uns als DL2, als zweite Liga. Andreas, Eishockey in einem Fußballtempel. In einem Interview hast du gesagt, wir können mit dem Winterderby zeigen, dass Eishockey einen sehr hohen Stellenwert hat. Könntest du uns diese Aussage nochmal erläutern? Ja, also in meiner Offenheit ist es natürlich so, die Medien in Deutschland, Fußball ist die Sportart Nummer 1, muss man sagen, aber ich glaube, Eishockey hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut sich entwickelt. Das waren die Erfolge der Nationalmannschaft, hat natürlich zu beigetragen, aber beide Ligen spielt die DEL, zeigt sich mittlerweile auch international auf Spitzenniveau, die DEL2, wir haben jetzt ab nächstes Jahr die Auf- und Abstiegsregelung eingeführt, die, glaube ich, den Sport noch mal unweit attraktiver machen wird zwischen der ersten und zweiten Liga. Die viele Zweitliga-Clubs haben mittlerweile auch eine Ambition, erste Liga spielen zu können und auch zu wollen. Es entwickelt sich was in den letzten Jahren in Stadien. Auch viele Standorte haben Stadienprojekte hier auch und streben das auch an. Und dann ist so ein Spiel natürlich so ein Ausrufezeichen zu setzen und zeigen, hey, wie viele Menschen hinter dem Eishockey-Sport stehen, wie viele Menschen auch einschalten ins Fernsehen, hinter dem Eishockey-Sport stehen. Das ist ein Argument für Sponsoren, das ist ein Argument für die Politik. Und deswegen glaube ich, ist dieses Wintergame für den EC Bad Nauheim oder für den Eishockey-Sport insgesamt enorm und wichtig, weil wir hier aus dem Schatten des Fußballs raustreten können und zeigen können, was für ein toller Sport das ist, was für eine tolle Atmosphäre wir haben. Wir haben rivalisierende Fangruppierungen hier, aber wenn wir morgen Abend sehen, oder übermorgen schon, wird man sehen, was für eine Atmosphäre Eishockey-Fans mit sich bringen. Und ich bin sehr, sehr sicher, das wird vielleicht auch andere anregen, mal in unsere Stadien zu kommen und einfach mal reinzuschnuppern. Das hoffen wir doch sehr. Dann wäre ich jetzt durch fürs Erste. Gibt es denn Fragen von Pressevertretern? Ja. Eine
Frage an den Herrn Ortwein. Wie viele Tickets wurden bisher verkauft und mit wie vielen verkauften Tickets sind die Kosten für das gesamte Event abgedeckt? Ich wiederhole das gerade nochmal. Die Frage ist, wie viele Tickets aktuell verkauft wurden, was wir erwarten und wie viele Tickets zur Deckung der Kosten nötig sind. Also zur Frage 1, wir haben ca. knapp unter 15.000 Tickets abgesetzt und wünschen uns natürlich, der Appell geht an alle, die da draußen sind, egal ob Löwen, EC oder Offenbacher, Wetterauer oder Mittelhessen, natürlich, wir wünschen uns ein volles Stadion und hoffen natürlich, dass die nächsten ein, zwei Tage oder auch am Samstag, wir haben die Tageskassen offen, dann auch Verkauf da ist. Grundsätzlich ist es so, dass wir immer damals gesagt haben, so der Break-Even-Point, sag ich mal, für die Nulllinie liegt so ca. bei 13.000 Zuschauern ungefähr, Pi mal Daumen, für die Kostenstruktur, die dieses Spiel mit sich bringt. Man muss es natürlich aber auch mal ein Stück weit flexibel sehen. Zum einen sind wir noch mit ein paar Kosten ja noch nicht ganz klar, wie die am Ende ausgehen, weil der Rasenaustausch, der kann ein bisschen umfangreicher, ein bisschen weniger mehr oder weniger umfangreich ausfallen sogar. Sind das natürlich Faktoren, die wir beeinflussen können, die so das Wetter, die Eisbahn bleibt ja auch noch 14 Tage hier stehen. Das heißt, der EC Bad Nauheim macht ja auch gemeinsam mit der SGB hier noch einen Eisbahnbetrieb, nochmal zwei Wochen. Auch das sind natürlich nochmal weitere Ausgaben und Einnahmen, die dann im Prinzip zu kalkulieren sind. Aber wenn es auf die Frage abzielt, ich bin entspannt und schlafe gut und freue mich am Samstag aufs Spiel. Gibt es weitere Fragen? Die Wetterprognosen sind ja leider nicht so gülden. Ist man darauf vorbereitet? Gibt es einen Plan B? Also ich habe vorhin gerade gelesen, Dauerregen und Sturmböen bis zu 50, 70 km/h. Also per se erstmal zwei Sachen. Es wird am Samstag sicherlich ein bisschen windiger sein. Wird eher die Spieler betreffen, dass die vielleicht ein bisschen mehr beeinflusst sind beim Spielbetrieb. Ich habe also unsere Wetter vor, sage ich meine, hat jeder seine eigene Seite. Ich habe bei Karlmann geguckt, ich weiß nicht, ob das seriös ist oder nicht. Oder auch bei Wetter.com. Eigentlich ist es so, dass Samstagmittag momentan, und das sage ich auch die letzten Tage schon gemeldet, ist tagsüber regnet, ja, aber Samstagnachmittag und Abend soll eigentlich ohne Regen sein. Das ist eigentlich unsere Information, uns vorliegt. Und selbst wenn es ein bisschen regnet oder nieselt, das wird die Zuschauer beeinflussen, zumal sie unter überdachten Tribünen sind. Und B, das ist halt nochmal ein Outdoor-Game, da muss man mit leben. Und die Mannschaften, glaube ich, sind darauf eingestellt. Heute Morgen haben unsere Jungs ja schon mal trainiert, da ist auch mal ein bisschen geregnet, mal nicht. Am Ende muss man nur noch ein bisschen intensiver Schlittschuh laufen. Das ist alles. Wir sind natürlich als Eventveranstalter darauf eingestellt. Das heißt, wenn es extremste Bedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt, stimmen wir uns mit der Liga und Schiedsrichter entsprechend ab. Dann wird das Spiel auch möglicherweise mal für ein paar Minuten unterbrochen. Aber ich weiß, letztes Jahr in Köln beim Event gehen, da hat es im ersten Drittel, glaube ich, aus Kübeln geschüttelt und die Jungs haben gespielt. Das ist nicht unser Wunsch. Ich glaube, wenn jemand hier ist und hat einen guten Draht zum Wettergott, es reicht ab 17.30 Uhr, klarer blauer Himmel über Offenbach, bis zu 24 Uhr, bis alle zu Hause sind, dann ist alles in Ordnung. Also letztendlich gibt es auch keine zu sehr große Vorplanung, sage ich auch ganz klar. Wir sind hier vor Ort. Das heißt, wir können vor Ort entscheiden. Wir setzen uns dann zusammen relativ schnell oder stellen uns vor den Regen und schauen dann, was passiert. Grundlegend aus der Erfahrung, die wir aus anderen Eventspielen, eben DEL oder DEL2, ist es schon so, dass die Eisfläche relativ lang durchhält. Ich sage mal, normaler Regen ist auch nicht das große Problem. Noch dazu, wenn wir die Unterbrechungen haben, dann haben wir auch die Chance, kurzfristig zu reagieren, das Wasser wieder ein bisschen wegzukriegen auf einer Eisfläche. Natürlich, das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, wenn es stundenlang schon vorher eben dauerhaft regnet, nicht wieder aufhört. Ich glaube auch der Wind, das werden wir dann schauen nochmal, der Wind wird je nachdem aus welcher Windrichtung er kommt, nicht das größte Problem sein für die Fläche, weil die ist ein bisschen eingekesselt letztendlich nochmal durch die Banden. Also ich mache mir da momentan nicht große Gedanken, dass es negativ werden wird, sondern kenne das, dass der Puck auch mit ein bisschen Wasser auf dem Eis für die Mannschaft sehr, sehr gut spielbar sein wird. Und alles andere wird dann letztendlich live entschieden. Wobei meine Wetterprognose auch das unterstützt, also am Nachmittag hoffentlich, also so wie es aktuell aussieht, ein bisschen trockener. Aber ich habe auch gemerkt, die letzten Tage, weil es mich natürlich auch interessiert, das schwankt von Tag zu Tag. Ich glaube, so morgen werden wir es dann, glaube ich, so ein bisschen genauer wissen. Ich drücke die Daumen. Ja. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Hat von euch zwei noch jemand ein Abschlussstatement? Ich kann mich vielleicht nur noch mal erstmal danke für die rege Teilnahme auch heute wieder an der Pressekonferenz. Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ich möchte mich erstmal bei allen, die hier wirklich für dieses Event Games beitragen, in erster Linie natürlich unser Geschäftsstellenteam,
Ich möchte danke nochmal an die Gesellschafter sagen, die den Mut hatten, mit mir diesen Weg zu gehen. Danke an die Liga, an den René für die Unterstützung der letzten Monate. Allen danke, die jetzt in den nächsten Tagen hier noch Tag und Nacht so lange stehen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, aber das zeigt, was für, ich sag mal, sorry, ein geiler Verein, der jetzt in Bad Nauheim ist. So eine kleine Stadt, wer hätte schon geglaubt, dass wir im 73. Jahr unseres Bestehens so ein Ding mal durchziehen. Ich bin stolz darauf, stolz auf die Mannschaft und hoffe, dass einfach, wenn es nur die umliegenden Nachbarn hier sind, alle am Samstag ins Stadion kommen und wir werden den Berg rauchen. Danke. Ja, ich gehe da gleich nochmal mit hinten ran, weil es wirklich so ist, dass hier in den letzten Monaten, muss man echt sagen, wirklich eine tolle Arbeit gemacht worden ist. Und am Ende von meiner Seite, ich kann wirklich nur jemandem oder allen empfehlen letztendlich, wir haben es ja gehört, ein paar Tickets gibt es noch, speziell glaube ich Richtung Frankfurter Bereich, was ja nicht so weit weg ist von Offenbach. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auch Kurzentschlossenen, durchaus diesen Weg hier noch anzutreten, weil wir hatten gerade auch Ablaufplanbesprechungen, was alles um dieses Spiel herum geplant ist. Also das wird ein wirkliches Event, worauf man sich freuen kann. Beide Teams sportlich aus meiner Sicht passen auch ganz gut zusammen. Wir haben auch in der Vergangenheit heiße Duelle gehabt. Also ich glaube, von der Seite werden wir viel erleben können. Insofern nicht scheuen davor. Es gibt noch Tickets, da auch kurzfristig noch zu reagieren und dieses Event einfach mitzuerleben, weil es wirklich ja, ein absolutes Highlight sein wird. Vielen Dank für eure Aussagen. Dann würde ich jetzt einmal den Podiumswechsel. Ja, dann darf ich jetzt bei mir vorne im Podium begrüßen den Head Coach vom EC Bad Nauheim, Christoph Kreuzer, und Kapitän Marc El-Zayed, von den Löwen Frankfurt, Franz Fritzmeier und den Co-Trainer Marco Reiter. Dankeschön, dass ihr heute gekommen seid und uns ein bisschen Rede und Antwort steht. Christoph, fangen wir direkt mal mit dir an. Wie sieht es im Moment aus? Ihr habt heute das erste Mal trainiert, jetzt langsam steigt die Vorfreude, das Team steigt auch immer mehr in das Winterderby ein. Wie ist die Mannschaft drauf? Wie seht ihr das als Trainerteam? Ja, ich denke, wir haben gestern nochmal in Lauer trainiert. Man hat dann schon gemerkt, ja, jetzt geht's los. Die Jungs waren, haben ihre Sachen gepackt, wir haben praktisch einen Umzug gemacht hierhin, haben heute das erste Mal hier trainiert, was sehr viel Spaß gemacht hat. Das auch sehr wichtig ist, dass man das Eis mal kennenlernt, weil es doch wieder was anderes ist. Die Bedingungen auf dem Eis waren wirklich sehr gut. Viele oder ein paar Spieler, die aus Köln bei uns spielen, oder auch Manuel Strohl, der letztes Jahr in Köln das Wintergame da gespielt hat, haben gesagt, das Eis wäre in Köln letztes Jahr viel schlechter gewesen. Also von daher ist das schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Und wir sind da wirklich gespannt und freuen uns eigentlich auch jetzt schon aufs Training Morgen, weil es wirklich eine schöne Atmosphäre ist. Und ich glaube, es freut sich jeder drauf, gerade am Samstag, wenn hier die Hütte voll ist, das Spiel zu absolvieren. Das glaube ich. Franz, dann gehen wir direkt mal zu euch rüber, zum Löwen Frankfurt. In erster Linie geht es natürlich bei diesem Spiel um wichtige Punkte und Tabellenplatz. Aber welchen Stellenwert hat dieses Spiel unter diesen Bedingungen hier als Eventgame für euch? Ja, einen absolut großen Stellenwert. Ich denke, wie der Christoph schon gerade gesagt hat, es wird für viele, denke ich, wahrscheinlich ein einmaliges Event werden und ein tolles Setup hier mit tollen Start, tollen Aufbau. Wird nicht jeder nochmal erleben können wahrscheinlich und ich denke auch unsere Jungs sind sehr heiß drauf. Aktuell kämpfen beide Clubs leider mit ziemlichem Verletzungspech. Für welche Herausforderungen stellt sich die sportliche Leitung gerade in einer heißen Saisonphase? Ja, sicher. Ich denke, die Lage von uns ist allseits bekannt. Wir haben viele Verletzte, ungewöhnlich viele Verletzte. Dazu kommt dann noch, was einerseits eigentlich positiv ist, dass drei Spieler von uns zur Junioren-WM jetzt fahren werden. Aber wie gesagt, die Situation ist so. Ja, wir haben viel dazu gesagt und immer wieder auch das betont, dass die Lage nicht einfach ist. Aber wir arbeiten dran und wir wollen auch keine Ausreden suchen, sondern am Samstag mit dem bestmöglichen Line-Up hier antreten und alles dafür geben, dass die Punkte hier zumindest in der Nähe von Frankfurt bleiben. Jetzt haben wir schon einen Ausblick aufs nächste Spiel gehabt. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Die Hälfte der Saison ist gespielt. Wie fällt das sportliche Fazit bisher aus? Ja, ich denke, wir hatten bis jetzt viele Ups und Downs. Wir sind okay in die Saison gestartet, waren dann zwischendurch ein bisschen unzufrieden mit unserer Performance, weil wir eben viele Punkte ein bisschen leichtfertig weggeschenkt haben, viele knappe Spiele hatten und dann sind teilweise unter Kontrolle hatten die Spiele, aber dann leichtfertig weggeschenkt hatten.
Jetzt in letzter Zeit scheint die Lage etwas prekärer zu sein von der Punkteausbeute, aber das ist jetzt, muss ich sagen, die Mannschaft ist eigentlich mehr zusammengerückt und arbeitet besser. Jetzt ist halt im Moment die Situation, dass wir sehr viele Ausfälle haben und dass dann die Spiele halt nicht einfach werden. Die Liga ist sehr stark, sehr kompakt und es gibt keine leichten Spiele mehr in der Liga und dann passiert es auch mal, dass man ein paar Spiele in Folge verliert oder mal die Vielzahl von der Serie verliert. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wir sind eigentlich intern in der Mannschaft eher im Aufwind als im Abstieg. Christoph, gleiche Frage an dich. Wie fällt dein bisheriges Saisonfazit aus? Auch uns quält ja so ein bisschen das Verletzungspech. Ja, insgesamt muss ich sagen, dass wir natürlich, sehe ich das schon als sehr positiv, im Moment im Saisonverlauf viele gute Spiele abgeliefert, auch auswärts sehr gut performt. Haben leider auch viele Ausfälle gehabt, wo wir das immer wieder versucht haben zu kompensieren. Ja, das ist halt manchmal dann auch nicht einfach, dass du einfach auch viele Dinge wieder neu einspielen musst. Insgesamt läuft es in die richtige Richtung, aber wir müssen das natürlich immer wieder bestätigen. Es ist nicht einfach, auch für die Jugendspieler, die manchmal nach Köln gehen und wieder zurückkommen, aber unsere Mannschaft nimmt die immer wieder sehr gut auf und wir helfen uns auch weiter und haben eine gute Tiefe dann dadurch im Kader. Aber dadurch, dass bei uns halt gerade auch bei der Verletztenliste auch unsere Ausländer betroffen sind, war das auch, oder ist das nicht so einfach. Wir haben da sicherlich jetzt nochmal nachrüsten müssen. Ja, das war auch sehr, sehr wichtig, weil wir das auf Dauer dann auch nicht kompensieren können. Aber insgesamt bin ich eigentlich soweit positiv, dass wir bis jetzt die Saison gut geformt haben und in die richtige Richtung gehen. Trotzdem ist aber erst die Hälfte gespielt und von daher gibt es noch viel Arbeit. Marco, you are now the second season in the DL2. What impression have you collected so far? Well, this atmosphere in Germany and this hockey and the fan culture is, of course, also it's a little bit different in Finland. People is very quiet in the games, and here you can feel it, and here it's really like they can help for the home team. The other one is this derby, and now it's becoming derby. It's extra. It's a winter derby, so very special event for everyone. And I think the first timers, there's a lot of guys who's gonna play in first time or even coach first time in this kind of games. So yeah, mostly better this kind of thing. Is the way of playing different than your home country Finland, the ice hockey? Is it different? No, I think the hockey is pretty simple games, but the background is always made a little bit harder, but it's really easy. So I think it's really the same hockey in everywhere. You have to work hard, there's so battles and of course scoring games, so I don't see so big difference. And last question, what do you expect from the winter derby? Hopefully, I'm pretty sure it's gonna be a hard battle and a good ice hockey game for the, of course, between the teams, for the fans. Hopefully, it's gonna be back and it's gonna be hard battle. That's what we're waiting for, and everybody's excited in our side. Marc, ihr Spieler wart jetzt bis vor kurzem noch ganz konzentriert auf den Liga-Alltag. Heute stand das erste Training hier in Offenbach an. Wie ist jetzt die Stimmung in der Mannschaft? Ja, heute, als wir im Bus angekommen sind, hat man schon deutlich gemerkt, dass die Jungs eine gewisse Vorfreude entwickelt haben. Und ja, als wir raus sind, haben wir uns die Fläche angeschaut und sind dann zum Training raus. War schon deutlich anzumerken in der Stimmung und so, dass es was Besonderes ist. Im Vorfeld wurde immer groß betont, ihr möchtet das Winterderby vom normalen Alltag fernhalten. Wie gut hat das geklappt? Ja, ich glaube, dass es schon ganz gut geklappt hat. Ich meine, der straffe Spielplan hat auch dazu beigetragen. Wir sind ja wirklich von Spiel zu Spiel und Training zu Training, wie alle anderen Mannschaften auch. Und da haben wir schon ganz gut hingekriegt, da nicht so viel drüber nachzudenken. Jetzt ist es bald soweit. Wie sieht der weitere Plan aus? Was steht für euch noch an in den nächsten Tagen? Ja, wir haben jetzt jedes Mal Training hier, sind ja komplett umgezogen. Und im Prinzip, ja, der ein oder andere Termin, den wir jetzt abseits noch mehr haben, kommt natürlich dazu.
Aber ich glaube, von Vereinsseite ist es schon ganz gut geregelt, dass wir uns trotzdem weiterhin gut darauf konzentrieren können. Und jetzt nehmen wir halt hier und nicht mehr in Bad Nauheim und versuchen uns dann bestmöglich darauf vorzubereiten. Wie wertet man als Spieler ein solches Event? Nimmt man diese große Kulisse dann überhaupt noch wahr? Ja, absolut. Ich meine, es ist ein großes Fußballstadion. Du läufst hier rein, allein der Weg zur Fläche, wenn du da reinläufst, ist natürlich ganz anders wie in den Eisstadien. Und vielleicht während des Spiels, wenn es dann wirklich zur Sache geht, dann wird das schon ausgeblendet. Und ich glaube auch, dass das Team, was es am besten schafft, vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Aber ja, das ist trotzdem rundherum ein beeindruckendes Erlebnis. Gut, bevor ich jetzt vielleicht die Fragerunde für die Presse eröffne, Christoph, als Headcoach der Roten Teufel hast du natürlich in der Kabine schon immer das letzte Machtwort. Deswegen gebe ich dir das jetzt hier auch. Hau raus, was möchtest du den Eishockey-Fans draußen in aller Welt noch mit auf den Weg geben? Ja, wo soll ich denn anfangen? Soll ich aufhören? Nee. Also speziell, was das Untergehen anbelangt, also ich habe es ja mehrfach gesagt, das ist einfach, und wenn man jetzt das auch hört oder auch, was der Marc gerade sagt, wie die Mannschaft das aufnimmt, wie man hier reinkommt, was das für eine Atmosphäre ist, schon allein das Training dann hier auf dem Eis zu machen, in so einem Fußballstadion, ist schon was ganz Besonderes. Und die Vorfreude ist schon wirklich riesengroß, und von daher ist das wirklich ein Event, was nicht alltäglich ist. Und das ist für den Club Bad Nauheim sowieso, ich weiß nicht, wann das nochmal wiederkommt, was ganz speziell ist. Und auch das Derby zu spielen gegen Frankfurt ist einfach was Besonderes. Wenn ich das an meine Düsseldorfer Zeit denke, war immer, das waren auch mehrere Derbys, aber das Derby war eigentlich immer Köln gegen Düsseldorf. Und so ist das auch. Nauheim gegen Frankfurt ist immer nochmal was anderes, noch was Besonderes, dann unter so einer Atmosphäre und so. Bei so einem Event, das muss man einfach als Eishockey-Fan wirklich miterleben. Und ich kann da auch, wie Andreas jetzt eben auch mehrfach schon gesagt hat, nur appellieren, dass das wirklich jeder mitnimmt, weil das einfach, Eishockey ist generell ein Sport, der einfach live das Beste ist anzuschauen. Also für mich ist Eishockey-Sport die beste Sportart, live zu schauen. Fernsehen, ja, super, ja, alles gut, aber das ist wirklich ein Event, was man wirklich live vor Ort schauen muss. Sowohl in dem Stadion und eben dann auch hier ist ganz was Besonderes, und jeder, der es nicht miterlebt, der hat wirklich, weiß ich nicht, ich sage mal, den kann man nicht helfen, das meine ich aber in dem Sinne eigentlich, der auch Eishockey-Fan ist und auch von den beiden Lagern ist, der das nicht mitnimmt, der seine Mannschaft da nicht unterstützt bis ins Kleinste, bis jede Sekunde, das kann ich dann nicht verstehen, wenn sowas Besonderes passiert, und deshalb hoffe ich, dass ja, zahlreiche Fans kommen von beiden Seiten aus, und das wird jede Mannschaft auch brauchen. Ja, also für mich ist ja dieses Event auch einmal die Mannschaften, die sich auf dem Eis da gegenüberstehen und als Gewinner vom Eis gehen wollen. Genauso muss das ein Battle sein zwischen den Fans. Die müssen auch hart arbeiten dafür, dass sie auch die Oberhand behalten. Und wenn ich an die Heimspiele denke, sowohl gegen Kassel als auch gegen Frankfurt, war es einfach auch nach dem Spiel immer so, dass man sich als Fan gegenseitig auch noch niedergeschrieben hat, wer da praktisch die Oberhand behält. Und sowas gehört da auch dazu. Vielen Dank für deine abschließenden Worte. Dann eröffne ich jetzt einfach mal die Fragerunde. Gibt es Fragen der Presse? Ja, schon an Franz und auch an Marco. Frankfurt ist so ein bisschen, ja, wie der Franz sagt, prekäre Situation. Ist es vielleicht jetzt auch mit diesem besonderen Event die Chance, vielleicht so ein bisschen wieder positiv in den Lauf zu kommen und vielleicht auch ein bisschen positivere Stimmung in der Mannschaft, im Umfeld herbeizuführen, um jetzt erfolgreicher zu werden? Ja gut, also erstmal dazu, also die Stimmung in der Mannschaft ist nicht negativ, das ist eigentlich, wir arbeiten weiter sehr konzentriert, wir sind uns bewusst über die Situation, aber intern haben wir überhaupt keinen Stress, das wird mehr von außen zumindest versucht an uns ranzutragen, aber das ist halt auch so, wenn du in Frankfurt bist, darauf sind wir in gewisser Weise auch stolz, dass wir ein großes Publikum haben, die hungrig sind nach Siegen, wie sie auch gewohnt sind. Und sicherlich ist jetzt so ein Winterderby, wie der Christoph schon sagt, ist was ganz Besonderes. Und ich denke, mit unseren Fans im Rücken, auch wenn wir hier in Offenbach sind, was ich schon Verständnis dafür habe, dass das für manche Frankfurter nicht kein einfacher Weg hierhin ist. Aber trotzdem denke ich, mit unseren Fans im Rücken, hier in der Nähe der Heimat und mit so einem speziellen Event, wird unsere Mannschaft auf jeden Fall bereit sein, hier das
ja, so anzugehen, wieder ja, in die richtige Richtung zu kommen und Stück für Stück uns aus, ja, ich möchte jetzt nicht sagen aus dem ganz großen Tief, sondern aus dem zwischenzeitlichen Tief, in dem wir uns aus verschiedenen Gründen befinden, rauszuarbeiten. Und es wäre sicherlich ein schöner Moment, am Samstagabend hier als Sieger vom Meister zu gehen. Du hast gesagt, die, du kannst verstehen, dass die Fans eventuell nicht so kommen werden. Jetzt ist ja die größte Frankfurter Fanszene, hat ja gesagt, sie kommen nicht. Habt ihr da als Verein nochmal auch Gespräche geführt und gesagt, jetzt kommt er doch, oder habt ihr das gar nicht begleitet? Wie gesagt, da, dazu kann ich nur sagen, es ist, ich habe in dem Sinn nur Verständnis, dass wir hier offenbar ohne große Rivalität herrscht. Aber trotzdem sind wir hier zu Gast als Löwen. Ja. Und es gibt ja auch andere Auswärtsspiele, wo uns immer zahlreiche Fans begleiten. Und ich denke, unsere Fans haben auch bei den Heimspielen gesehen, waren trotzdem, dass Mama insgesamt jetzt nicht so lief, immer überragend. Und ich denke, am Ende des Tages werden sie auch hier sein und werden uns tatkräftig unterstützen, weil am Ende des Tages wird die Liebe, denke ich, zu den Löwen größer sein als der Hass in Anführungsstrichen gegen Offenbach. Frage an Herrn Kreuzer, wir haben es gehört, die Löwen sind schon ein bisschen angenockt, nur 3 Siege aus den letzten 9 Spielen. Sehen Sie Ihr Team jetzt als klaren Favoriten in dem Spiel? Oder? Also ganz ehrlich, sowohl ich das als Spieler als auch als Trainer immer wahrgenommen habe, für mich gibt es im Derby keine Favoriten. Da ist der Tabellenplatz völlig unabhängig. Ich meine, wenn man das letzte Derby zum Beispiel, was ja auch Mannheim gegen Schwenningen, wo Mannheim eigentlich klar haushoher Favorit ist, ich weiß gar nicht, Schwenning hat glaube ich 6-1 oder was gewonnen. Also im Derby gibt es keine Favoriten. Ja? Und das ist hier genauso. Ja, da ist der Tabellenplatz völlig uninteressant. Dann ist das hier nochmal ein besonderes Event. Da sollte jeder heiß sein, das zu gewinnen. Und jeder hat im Laufe der Saison immer Probleme mit Ausfällen oder keine Ausfälle. Manche sind besser, manche sind ein bisschen angeschlagen. Das kommt immer wieder beim Derby, also da spielt das eigentlich keine Rolle, die da auf dem Eis sind. Die werden 100% brennen und deshalb wird das ein sehr enges und heißes Match werden. Es schaut aus, als ob keine Fragen mehr da sind. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei der regen Teilnahme bei allen Pressevertretern. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle da wart. Und wir sehen uns auf jeden Fall am 15.12. hier in Offenbach. Dann großen Abend im Winterderby.